Im vergangenen Livestream hätte ich einfach Wives Hose klauen können, weil Siu gestorben ist. Aber meine Mission ist es, dass er mir diese Hose freiwillig gibt. Darum habe ich heute ein Gespräch mit Siu gesucht. Aber es kam etwas Krasses dazwischen mit Kianis, Tobi und Pishtar. Und plötzlich hatten wir einen intensiven Kampf. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran, um zu erfahren, was in dieser Folge alles Spannendes passiert ist. Was geht, Freunde? Euer Lieblingshund Kiro ist wieder back am Start auf der YouTuber-Insel. Ich hatte die falsche Kamera drin. Und ihr kennt den Plan, Timmy ey, ist am Start, was Mann. Geht ab, Junge? Junge, Kiro, Mann, Alter. Das ist krass, du bist nicht mehr verschimmelt und das sieht richtig schön aus, wieder mit der Höllenkrieger-Skin, mit deiner schicken Frisur, ich glaub, Alter. Ich bin langsam echt wieder ein Höllenkrieger. Meinst du, deine Josefs greifen mich noch an? Oh, lass das mal ausprobieren, komm mal mit. Lass mal testen, ey, das wäre natürlich krass. Weil die waren ja immer sehr aggressiv auf dich. Ah! Oh, jetzt bist du ausgewichen, oh, Moment, hinter dir. Wieder weg. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hey, Josef! Sie greifen dich nicht mehr an! Nein, Mann! Sehr gut! Voll nett, Junge. Sehr gut! Sie akzeptieren dich als wahrer Höllenkrieger, so wie, wie du auch im Buche stehst, putzi, Alter. Ganz putzi, einfach. Putzi, putzi, putz, putz, easy, putz. Guck mal! Euer Onkel ist da, Josef. Sag mal hallo! Ja. Ey, aber ich sag dir ehrlich, es gibt ein Problem, Kiro. Wie? Naja, du bist doch so hosenverrückt, richtig? Ja, richtig. Und Siu hat jetzt Wives Zeug, ne? Hast du auch mitbekommen, Junge? Das hat sie überall schon rumgesprochen. Ich hab's im Stream. Guck mal, die Sache ist die, ich hab's zwar schon im Intro gezeigt, aber im Stream hätte ich die Möglichkeit tatsächlich gehabt, die Hose einfach zu mopsen. Aber das ist nicht so ehrenwert für mich, ja? Ich will, dass er das aus eigener Faust mir gibt, ja? Ja, Mann, du hast recht, Junge. Du bist ein Höllenkrieger und kein Loserkrieger, Alter. Richtig. Verstehst du? Ich hätte es einfach richtig eklig, feiglich klauen können, aber hab ich nicht gemacht. Ja, du wirst Face-to-Face machen mit ihm. Ich check das schon. Richtig, das ist gut, Junge. Ja, weißt du was? Wenn du dabei Hilfe brauchst, dann sag auf jeden Fall Bescheid. Ich werde die Augen offen halten, ob ich hier irgendwo ein Siu oder so... Ja, safe unbedingt. Weißt du? Ich werde Siu irgendwie heute noch, wenn er online ist, abpassen, Alter. Ich werde auf jeden Fall entweder wir kämpfen oder ich werde erstmal mit ihm quatschen und sagen, yo, gib mir sofort deine Hose, beziehungsweise eine Wives Hose. Meine Wife hat sie mir ja nie gegeben. Der Blödmann, Alter, gib ihm die Chance, mit dir zu reden. Vielleicht ist er ja einsichtig, weißt du? Weil ich sag dir ehrlich, wir waren immer gegen Snoopy und Alphasteinchen und jetzt hat er seine Sachen, glaube ich, wieder, ne? Ja, richtig, er hat jetzt Wife-Sachen. Seine Sachen hat er nie wieder bekommen, dabei hat er Wife-Sachen. Na, Wife ist ein Held gewesen und er ist wie ein Held von der YouTuber-Insel gegangen. Mich hat der Wife übrigens auch noch belauscht, Alter, wie ich gerade Pläne geschmiedet habe, was ich als nächstes mache. Ja, Digga, er ist voll der Gruselige. Macht der sowas Ekliges, der eklige Junge? Oh, keine Ahnung, Alter. Aber sag dir ehrlich, das muss Konsequenzen haben. Du musst richtig harten Prozess machen. Ja, safe. Aber wieso bist du eigentlich nur noch mit allen quatschen? Wieso nicht einfach so wie früher Haut drauf, Timmy, Alter? Wo ist der? Ja, haut drauf, Timmy. Bei den richtig Schlimmen mache ich das, weißt du? Bei den ganzen Christel-Noobs und vielleicht auch bei Siu, wenn er weiterhin so frech ist. Aber ja, Siu ist und bleibt ein Löffel, Digga, sag ich dir ehrlich. Bei Blackjack und Moni will ich eher ein bisschen reden, weißt du? Weil die haben nicht viel und ich sag dir ehrlich, ich stehe für die kleinen Leute ein, weißt du? Das kann ich auch absolut verstehen. Was ist, wenn wir Blackjack nicht einfach mal zu den Höllenkriegern auch holen? Weil ich meine, der ist so richtig krass in Farmen bauen und so, weißt du? Wir könnten von dem richtig viele Ressourcen auch bekommen. Eine gute Idee. Ich glaube, der kennt sich wirklich ein bisschen aus und kann auch ein paar Farms bauen, weißt du? Ja, safe, safe, safe. Den müssen wir irgendwie überzeugen. Vielleicht, wenn die Zuschauer auch Bock haben, ja, schreibt unbedingt bei Blackjack, ob er nicht einfach zu den Höllenkriegern soll, weil wo soll er sonst hin? Genau. Keine Falle, Alter. Das ist irgendwie ernst gemeint, Junge. Dann kriegt er auch ein Item vielleicht, weißt du? Richtig, richtig. Und Timmy, hast du das mitbekommen, dass sich jetzt hier diese komischen Sonnenkrieger da gegründet haben? Nein, von Kianis, oder wie? Ja, richtig, Alter. Kianis und Tobi und so. Ich kenne die nur von mehreren Jahrhunderten, Alter. Das sind aber nur Legenden, als ob das Kian echt gemacht hat, Junge. Ja, die haben doch irgendwie ein Rätsel gehabt mit, wenn das Sonnenlicht in mein Badezimmerfenster strahlt oder so. Keine Ahnung, Alter. Junge, wenn die das wirklich durchziehen und mit der Sonne spielen, dann kann es vielleicht die ganze YouTuber-Insel in Universum draufschlagen. Dann gibt es keine YouTuber-Insel mehr. Oh, das kann so gefährlich werden. Vor allem Tobi hat ja diese Massenvernichtungswaffe gemacht. Die ist aber unsere, Alter, sag ich dir ehrlich. Ja, die ist kaputt. Die ist kaputt jetzt. Ich werde die wieder reparieren mit dir zusammen, Junge. Logisch. Aber Höllenkrieger gibt niemals auf. Ja, um ganz ehrlich zu sein, Tobi ist das Genie gewesen und ist das gebaut. Ich glaub, aber sag ihm das nicht. Nein, alles gut. Kiro, ich habe ein kleines Problem. Ich bin noch ein bisschen krank, Alter. Ich glaube, man hört es ein bisschen. Hinlegen, Junge. Ja, Alter, mach mal. Gar nicht gut, Junge. Nimm mal so ein Hüsterchensaft und so, Alter. Ich esse ein Golddafel, vielleicht bringt das was, aber... Ja, nimm noch mehr, nimm noch mehr. Oh nein, Timmy, das klingt nicht gut.
Nein, Junge, ich hin, Alter. Gleich. Okay, dann will ich dich aber nicht weiter stören, Alter. Kurier dich aus. Ja, ich werde gucken, morgen, ob ich irgendwie Sue oder so finde, Mann. Halt mich auf dem Laufenden. Ja, unbedingt. Ich sag dir ehrlich, besser als... Ja, warte, ich mach dir das, ich mach dir das Fenster auf, Frischluft und so. Oh, danke dir. Das riecht schon richtig besser, ey. Aber ja, da hängt ein bisschen Rotzer jetzt dran. Ja, das soll so sein, das ist ein Feature. Okay, Alter, Timmy, wir hören uns auf jeden Fall. Bis dann, Alter. Okay, Freunde, das ist jetzt also der Plan. Sue wird früher oder später auf dem Server online kommen. Und wenn das der Fall ist, dann werde ich ihn auf jeden Fall abpassen. Entweder belausche ich ihn noch, vielleicht hat er irgendwelche Pläne oder so. Vielleicht kann ich irgendwas herausfinden. Ich muss auch noch sein Video sehen, weil ich habe es nicht komplett geguckt, wo er Arrive Sachen her hat. Das habe ich auch noch nicht so ganz geschnallt. Also irgendwo hat sich Arrive niedergelassen, hat sich sozusagen selbst umgebracht, in Minecraft natürlich, und hat Sue dann einfach alles hinterlassen. Also irgendwie ist das Ganze sehr, sehr komisch. Deswegen mal schauen, wie ich das jetzt veranstalten kann, dass ich Sue dazu bringe, Arrives Hose zu geben, weil er ist halt sehr besitzergreifend. So, vielleicht kann ich auch mit Snoopy und Steinchen reden, weil die haben ja sozusagen Sue Sachen, dass sie mir seine Hose geben und ich krieg dafür Arrives Hose. Wie krass wäre das? Ich werde jetzt jedenfalls Ohren und Augen offen halten und zur nächsten Szene jetzt einfach mal schneiden. Okay, Freunde, bis jetzt war Sue tatsächlich noch gar nicht da. Ich muss einfach mit ihm reden, weil er muss mir Arrives Hose geben. Hä? Steinchen, was... Leute, was ihr seid ihr? Ja. Mann, Steinchen, hast du mich belauscht hier oben, oder was? Der war da in dem Kopf. Heule, was ist los? Leider egal, das ist gerade egal, Mann. Ey, ich hab was richtig Wichtiges herausgefunden. Irgendwie. Ich war gerade hier an Space und hab die so ein bisschen gebelauscht, die Leute da. Oh, ja, und sie haben irgendwie über Sonne geredet und über Krieg und über irgendwelche Clans und sowas. Das ist irgendwas Wichtiges. Komm mal direkt mit. Das ist... Ja, doch, doch. Die haben über irgendwas Wichtiges geredet. Man kommt damit. Sie haben Sonnenbrand oder so? Nein. Das ist wirklich was Wichtiges. Irgendeine Information, die für den Hellkrieger-Clan wichtig ist. Okay. Lass mal hingehen. Was ist da passiert? Warte, vielleicht können wir ja noch irgendwas mitlauschen. Wo waren die? Ah ja. Warte mal. Ich sag euch jetzt ganz, ganz, ganz ehrlich. Warte, Jungs. Hier ist irgendjemand. Da oben. Nein, ihr könnt weiterreden. Ich bin nur der Anrufbeantworter. Hast nur einen Anrufbeantworter, lass weiterreden. Ey, Westermann! Oh, das sind die Hörer. Was denkst du denn? Party in the room oder was? Was Krieg, was Sonnenbrand? Irgendwer von euch hat einen Sonnenbrand, hat mir Beule gesagt. Du gleich, wenn ich dir gleich mit dem Schwert erklatsche. Was willst du eigentlich von mir? Chill, wartet mal. Ah, Leute. Oh, nee, jetzt ist der auch noch hier. Ja, Mann, mit meinem wunderschönen Item, ey. Irgendwer von euch riecht komisch. Irgendwer hat Eau de Toilette benutzt oder so. Ja, was habt ihr schon wieder gemacht, Mann? Irgendwas stimmt mit dir nicht. Warum bist du... Irgendwas ist komisch mit dir. Wartet mal ganz kurz. Ihr seid doch komisch. Was wollt ihr? Ja, Beule hat mir gerade was Interessantes gesagt. Der hat euch ein bisschen belauscht, Alter. Ihr habt hier irgendwelche krassen Pläne oder sowas? Ihr habt über die Sonne... Ja, irgendwie mit der Sonne kriegen führt oder so. Ja. Ey, wieso rennst du eigentlich ohne Rüstung rum? Ich brauch keine Rüstung, Mann, mit dieser Axt. Weißt du das nicht schon? Also so wie er aussieht, glaube ich, brauche ja wirklich keine Rüstung. Aber egal, ganz kurz, andere Sache. Ja, also wir haben, guck mal, Tobi, Pischta und ich sind ja richtig gute Freunde. Und wir haben überlegt, halt zusammen einen Urlaub zu planen, so wo es warm ist und so. Genau. Aber ja, Tobi ist doch schon voll verbrannt. Guck mal, der hat sich überall verbrannt. Der ist komplett hier schwarz. Alter. Was für verbrannt, Mann. Du bist komplett verbrannt, Mann. Aber jetzt mal Retalk, Jungs. Wir haben kein Problem gerade. Ist doch alles okay. Was wollt ihr von uns? Ja, aber irgendwas stimmt mit Tobi nicht. Ich kann es nicht sagen, aber irgendwas stimmt mit Tobi nicht. Was ist mit ihm? Ich spür irgendwas, Mann. Irgendwas ist mit diesem Typen falsch. Ich glaube, den Beule hat Aua. Ich glaube, Beule hat einfach allgemein was gegen mich. Wartet mal ganz kurz. Ey, können wir ganz kurz... Guck mal. Was denn? Was ist? Wir erzählen euch gleich die Wahrheit, aber können wir ganz kurz zu dritt alleine reden? Auf Ehre? Ganz kurz. Dann kann ich ihm Bussi nerven von dir. Aber natürlich. Ja, gib ihm Bussi. Ja, so ist gut. Ganz kurz. Ja? Ja, guck, das hat ihm sehr gefallen. Leute, irgendwas ist mit Tobi komisch, ich sag's euch. Ihr bleibt da, ja, wir reden jetzt mit denen. Ja, ist so. Ey, Kiro, bitte, lass uns ganz kurz alleine, bitte. Ich höre doch voll dazu, Alter. Sonnenkraft und so. Richtig, wir reden gleich miteinander. Ganz kurz. Hau ab, wenn er da hinten ist. Weg mit dir.
Komm. Ey, werd nicht frech, sonst hol ich Josef. Auf, anzugreifen. Warte doch. Ich hol Josef, ich sag's dir. Alles gut, alles gut, alles gut. Und Tobi, was machst du da? Nein, ja, ey. Wir lassen die mal quatschen. Ey, Jungs, aber... Ups, ich hab dich, Tobi. Was labern die von Urlaub? Das macht gar keinen Sinn. Was reden die da? Hä? Wieso redest du mit einem verbrannten Tobi? Ja, Bro, keine Ahnung. Was reden die von Sonne? Was reden die von Urlaub? Ich glaube, das zu viel was Sonne richtig. Gesehen. Oh, Mann, Leute. Irgendwie, ich spüre, dass das was Wichtiges ist. Ich spüre, dass es nicht einfach nur um den Urlaub geht. Der hat, glaube ich, das falsche Parfüm benutzt. Nein! Steinchen! Du darfst nicht hier rumblähen. Doch, das machst du gut. Komm, bläh weiter. Und jetzt gib mir noch einen Hit und da bin ich stark. Oh, ja. Oh, Mann, Leute. Was machen die da? Guck sie an. Irgendwas planen die da. Guck mal, wie aufhört. Seid ihr jetzt fertig mit eurer Urlaubsplanung? Ja, nochmal. Also, okay. Oh. Ja, Mann. Dein Schwert haben wir jetzt auch noch, Gian. Ich hab dein Schwert gedroppt. Ja, das war aus Versehen. Könnte ich mein Schwert bitte wieder haben? Das war wirklich aus Versehen. Warte, da müssen wir uns erst beraten. Kommt mit. Nein, ich bin jetzt nicht. Gib denen das jetzt wieder. Oha. Ja. Hä? Warum seid ihr korrekt von euch? Die Höllenkrieger sind doch die Guten. Wenn Tobi jetzt seine Waffe gelassen hätte, stopp mal ganz kurz. Würdet ihr ihm wiedergeben? Nein, ich spüre irgendwas, Mann. Dieser Tobi, mit dem ist irgendwas nicht normal, Mann. Beule, du bist aber auch irgendwie komisch geworden seit dem Wochenende. Du hast 1 Million Parfüm oder sowas drauf. Das ist so eine Aggression, Mann. Tobi, was ist mit dir falsch? Komm her, Mann. Das reicht jetzt, Josef. Was stimmt mit ihm nicht? Ey, wir müssen weg. Was stimmt mit ihm nicht? Es reicht. Und doch Tobi drauf, Mann. Wo ist Tobi? Wo ist Tobi? Die Hühner machen voll viel Schaden. Warte doch kurz, Josef! Okay. Oh mein Gott, Josef! Warum immer auf mich, Digga? Wieso was? Ey, ich hasse die. Josef! Er holt sich das, was am nächsten ist. Und kein Höllenkrieger, Pischstein, wie reicht's mit dir auch hier? Ey, komm, Josef, auf ihn! Scheiße, ey, Digga, diese Josef. Verdammt. Oh, wo ist Tobi? Ich riech ihn doch. Er ist Geflügelfleisch, Alter. Mann, der ist mit der Enderperle abgehauen, der hat Angst vor uns. Wer hat da Totem gebrochen? Den holen. Pista, Totem verloren. Hier, Souvenir. Viel Spaß damit. Du, ja, Kian. Kämpfst du gegen die Hütchen? Ich mache euch ein Angebot. Warte, ein Angebot. Aha. Was ist mit Tobi? Warum riecht der so verdammt nochmal? Digga, der ist doch weg jetzt, Mann. Was wollt ihr eigentlich überhaupt von uns, Mann? Was redet ihr hier über Urlaub, Alter? Verarschen kann ich mich selbst. Okay, kommt mit, ich erzähl's euch. Ich glaube, du bist auch nicht mehr so vorlaut. Pischta, was war das nochmal? Du wolltest denen das doch erklären. Irgendwas war da doch. Hey, du wolltest uns erklären. Jetzt red auch. Nein, warte, Pischta, du wolltest denen doch erzählen, diese eine Sache. Du weißt doch, Bro, das, was du mir gestern erzählt hast. Die verarschen uns, Leute. Nein, Bro, ich will das nicht erzählen. Bro, du musst das erzählen. Josef wird langsam ungeduldig, er will antworten. Bro, hör mir mal zu. Meine Axt wird hungrig. Hört mal zu. Erzählt es. Leute, also, jeden früher Morgen um 15 Uhr, wo die Sonne steigt, tanze ich halt meinen Sonnentanz. Hä? Bro, warum sagst du denn das? Wir haben noch... Mann, die haben noch was anderes gesagt vorhin, ey! Nicht aus, wird das, ey! Jeder denkt, der wäre so dumm, ey! Ich lass mich doch nicht mehr an der Nase rumführen! Reicht doch irgendwann! Das verarschen oder sowas! Hört zu, es ist nicht so, wie ihr denkt, Mann! Ja, was für Sonnentanz, Alter, es reicht doch irgendwann! Oh, Moment! Ey, Pista, Tobi ist da, Tobi! Ich hab's doch sofort gespürt! Wartet, wir zeigen euch den Tanz. Okay? Ja, dann zeig uns den Tanz. Dann soll Tobi jetzt nicht so dreckig von hinten angreifen. Hä? Der Sonnentanz, Alter. Es ist nicht mal 15 Uhr. Ja, aber wir wollen euch doch den Tanz zeigen. Der ist ja voll krass, ey. Dann zeig den Tanz. Okay, Pischta, zeig uns doch mal, wie der Tanz geht, bitte. Alles klar. Ich hab vergessen. Okay, ich zeig euch den Tanz. Ich verstehe, was stimmt mit euch nicht? Was habt ihr gegen mich? Es stimmt einfach mit dir was nicht. Guckt euch an. Guck mal, man zieht die Hose aus. Ja, Hose! Ja, siehst du? Guck mal, man zieht die Hose aus und den Helm aus und macht man den... Hi. Und dann ist mein Cool. Und dann, was passiert dann? Meine Geduld ist jetzt langsam am Ende. Oh, Bro, ey, ich nehme euren heiligen Sonnenblock einfach mit. Nein, bitte nicht! Ich hab euch enthalten. Drück ihn raus. Was soll das, Kiro? Ich nehme euren dämlichen Sonnenblock mit. Gib mir deinen Sonnenblock. Gib mir den Sonnenblock sofort.
Ey, vertraut mir, guck mal, es geht doch einfach nur darum, dass wir die Sonne vermisst haben und dass es jetzt wieder ja, so warm ja, ist. Ja, ja, ich nehme euren Sonnenblock. So, ihr habt keinen Sonnenblock mehr. Vertraut mir. Ja, doch, ganz genau. Ich schwöre es, wirklich, vertraut mir. Ja, ihr könnt jetzt sowieso nichts mehr machen, ich hab euren Sonnenblock. Ach, ich hab's gecheckt. Genau. Die Sonne, weil die Sonne im Sommer scheint. Genau, endlich! Hey. Oh, ich hab's gecheckt, Freunde, ich bin voll schlau, habt ihr gesehen? Siehst du, einfach, wenn Alphasteinchen das verstanden hat, dann müsst ihr es auch verstehen können. Ihr habt jetzt sowieso keinen Sonnenblock mehr, also ist doch egal jetzt. Dann geht halt im Sommer die Sonne auf, dann juckt mich das jetzt halt alles nicht mehr. Ihr habt keinen Sonnenblock mehr, so, gut ist. Okay. Steinchen, lass ein Sommercamp gehen, komm. Steinchen tötet einfach die Hühner neben Kiro. Alphasteinchen. Kiro Statement? Ja, ganz toll, ja. Könnt ihr mir einen Gefallen tun? Geht mal kurz 20 Schritte zurück. Aber nenn mich ab sofort Dr. Steinchen. Doch, so bleib gerne hier. 4. Willst du wieder meinen Totem poppen oder was? 6. Nein, nein. 7. 8. 9. 10. Wo geht's dein Untertan? 11. Was macht ihr so schwer? Ist das nicht, Mann? Jungs, 1, 2, 3, let's go! Mach ich dir nicht genug Schaden, Mann? Mach ich dir nicht genug Schaden? Geht auf Beule los! Tobi, komm her, Mann! Tobi, ich bin unbesiegbar, Mann! Wieso machst du so viel Schaden? Ich geh auch auf Bei mir auf meiner Seite, ey! Wieso macht der Junge so viel Schaden? Los, er macht auch so viel Schaden, komm her! Mann sehen. Ah! Oh Mann, er ist schon wieder Totem gebockt. Josef! Bist da! Du greifst den falschen an, Beule! Ah! Oh mein Gott! Fliegen, Mann. Oh. Ja! Wir haben alle Items, Mann! Wir haben alle die krasses Weiter, weiter, weiter! So viel Schaden! Noch mehr Josefs! Noch mehr Josefs! Komm her, komm raus! Oh ja, komm, komm, komm! Ja! Ja! Ich krieg dich sowas von. Du hast so viel Schaden, was ist das? Ich krieg dich sowas von. Zack, oh verdammt. Niemals, Mann. Niemals. Niemals. Oh, so knapp. Hey. Was schwebt da so ein Glasding einfach? Wo ist er hin? Da unten. Warte. Ich muss zu der anderen. Ich will wissen, was da los ist. Wer fliegt da? Pischt da. Wo sind die anderen? Beule, wo sind die hin? Sind die abgehauen? Beule, rede, Beule. Sind alle abgehauen, Mann? Ja, sehr gut. Wir haben mal wieder was bewiesen, dass wir die Stärksten sind einfach. Ganz einfach. Ich hab's gecheckt, ey. Guck mal, hast du gesehen, wie schlau ich war? Ja, du bist, Sommer. Sehr gut. Ja, ich glaube, ich bin nicht so schlau von dir. Jetzt reicht's aber hier langsam. Du wirst hier nicht nochmal frech. Oh oh. Sag ich dir ganz einfach. Oh mein Gott. Du wirst nicht nochmal frech. Ist er nach unten? Ist er nach unten? Ich muss aber auch noch mit Sue reden. Ey. Steinchen. Ich dachte, wir haben uns lieb. Was soll das? Zieh deinen Helm aus. Ich gebe dir einen Stirnschmatzer. Komm her. Mach so. Ja, du bist der Beste. Wo ist jetzt Beule hin? Sind einfach alle weg? Naja, mir egal. Ich muss noch mit Sue quatschen. Das ist jetzt meine Mission, Freunde. Das ist jetzt alles irgendwie kompliziert dazwischen gekommen, aber ich wollte eigentlich gar nicht damit irgendwas zu tun haben. Ich warte jetzt, bis Sue endlich online kommt. Es wird sich schon irgendwie was ergeben. So, Freunde, nach sehr langer Zeit ist Sue endlich online. Jetzt muss ich ihn allerdings nur irgendwie finden. Es ist kein anderer gerade online. Aber ich guck mal direkt in Höllentown nach, weil irgendwie treffen sich da alle. Ich check das mal ab. Vielleicht will er auch die Statuen irgendwie kaputt machen. Ich habe da mal was verlauten hören von ihm. Da ist er ja sogar. Vielleicht einfach Sue! Gucken. Oh mein Gott, hast du... Was machst du hier im Alpha Tower? Was willst du hier? Kiro, guck mal, es ist nicht das, wonach es aussieht. Ich will gar keinen Stress gerade mit dir. Ich weiß, du hast wahrscheinlich schon alles mitbekommen, was passiert ist, unter anderem. Aber ich bin gerade wirklich nicht auf Beef hinaus. Ich bin nämlich auf der Suche nach etwas ganz Besonderem. Ja, das trifft sich ja sehr witzig, also, weil ich bin auch auf der Suche nach was ganz Besonderem. Für mich persönlich, mit persönlichem Wert.
Kiro, du hast deine Fähigkeit, deine super Hühner. Guck mal, du bist so stark. Ich schaff dich in einem 1 gegen 1 nicht. Ich ja, sag's gar offen und ehrlich. Also, wenn du mich wirklich angreifen willst, ich bin schneller weg als der Wind Richtung Kanada. Keine Ahnung, was ja, der dazu sagt. Ferrari, aber ist auch egal. Als Houston Bolt, ja, ich weiß. Ja. Aber ey, deshalb, wir können also die Situation jetzt hier, ich will auch gar nicht, dass es ausartet, okay? Ich will, dass das hier friedlich abläuft. Ja, auf was willst du denn hinaus? Ich hab doch nichts, was du jetzt gebrauchen kannst. Du hast doch alles. Was brauchst du denn? Überleg mal, welche Rüstung du gerade anhast. Ja, die von einem sehr, sehr guten Freund. Genau. Einer meiner besten Freunde auf der YouTuber-Insel gewesen. Genau, der hat ein HD im Namen, ne, und nicht 4K. Hör auf, über ihn irgendwelche komischen Witze zu machen. Das ist nicht cool von dir. Kiro, ich weiß nicht, ob du die Items von ihm haben willst. Wahrscheinlich meinst du das, aber nur über meine Leiche. Ich werde dir doch nicht die Items jetzt von ihm geben. Jetzt hör mir mal ganz genau zu. Alles geopfert und ich gebe dir doch nicht jetzt die Items. Hör mir zu, habe ich gesagt. Ich will Awives Hose endlich mal haben. Du willst die Hose von Awive? Ja, ich will seine Hose endlich haben. Oh, gibst du sie etwa? Natürlich nicht. Hey! Ich guck mal, wir können auch ein Tauschgeschäft machen. Guck mal, Kiro. Hey, ja, was? Kiro, ich will gar nicht mit dir irgendwie jetzt beefen. Ich will gar keinen Stress haben, deshalb rede ich auch gerade so gelassen. Mhm, ich habe wirklich 2 Wochen lang echt viel Stress gehabt und. Ich weiß. Ich kann das nicht mehr. Kiro. Willst du etwa noch länger Stress haben? Kiro, du bist gerade mit deinen Höllenkräften stark. Du bist stärker. Ja. Ich habe keine Chance in einem 1 gegen 1 gegen dich. Ja. Und deshalb. Lass uns einfach getrennte Wege gehen. Ich lasse dich in Ruhe, du lässt mich in Ruhe. Ist doch einfach fein, oder nicht? Ich habe noch ein Tauschgeschäft, werter Herr. Und zwar Snoopy und Steinchen haben doch alle deine Items, oder nicht? Ja. Was ist, wenn ich deine Hose mit der von der Wife tausche? Du willst, dass ich meine Items wiederbekomme und dafür die Items von der Wife dir gebe? Also mit der Hose, das kriege ich bestimmt organisiert. Ansonsten gibt es natürlich noch einen anderen Weg. Genau darüber nach, was meine Antwort sein wird. Ja, okay, dann habe ich auch eine Antwort für dich, Alter! Nein, Josef ist die Antwort! Komm her! Wie viel Damage machst du? Gib mir deine Hose jetzt! Sofort! Wie viel Damage macht dein Hose? Ich will Awives Hose! Kiro, noch mehr Josef! Ich will gleich wegfliegen, hörst du? Ich habe noch ganz viele Ender. Ja. Du wirst mich auf jeden Fall. Ja, ganz toll, ganz toll, mir egal. Aber lass uns ganz kurz reden. Kiro, was? Lass und reden. Die Josefs werden noch angreifen. Ich kann sie nicht zurückpfeifen. Warum machen die so viel Damage? Nein. Weil sie deine Rüstung ignorieren. Ich ja, komm, sag, was du zu sagen meine hast. Eigenen Items gegen die Items von meinem Freund tauschen. Lieber verliere ich meine Items für immer und für ewig, als dass ich die Items von Vive dir gebe. Niemals werde ich das tun. Dann wird es wohl so sein. Hühner, hört auf mich anzugreifen. Deine Guck mal, Hühner hinter dir, da kommt Josef. Da kommt Josef. Guck mal, die hören nicht mehr auf dich. Die hören nicht auf dich. Greif dir an. Ja. Oh, ich hab jetzt gerade gut zu wenig, ich hab hier überlebt, Leute. Spam, Goldapfel. Ja, ist. Nein, ist. Und bam. Oh, mehr Josef. Ich werd's nicht zulassen, dass du mir besiegst. Ja. Auf gar keinen Fall lass ich das zu. Wir können dann in 2 Wochen ohne Items arg weiterführen. Leute, er macht zu viel Damage. Guckt euch das mal an, wie viel Herz ich verliere. Das ist echt zu stark, Leute. Wir packen weiter. Ich lass nicht zu, dass ich down gehe. Doch, ich werd hier nicht mehr down gehen wie damals. Als ich in dem Schattenkrieger-Clan war, okay, aber jetzt doch nicht ja, mehr. Ja, die Schattenkrieger waren die Loser von der kompletten Insel. Vielleicht reicht meine Stärke noch nicht, um dich zu besiegen. Aber ja, dann besieg mich doch. Dann besieg mich ich doch. Ich geb's doch zu, ich besieg dich jetzt nicht. Aber ich lass das zu, dass du mich besiegst. Nimm das. Gib und du wirst die alte Vampire-Hose. Er weiß niemals bekommen. Geht. Nein, ich hab nur noch 3 Perlen. Moment. Hab ich noch mehr? Ich hab noch über ein Stack. Okay. Wo sind? Josef wird mich immer zu dir führen! Warum ist er so mächtig? Ja, noch mehr! Weg mit den Hühnern! Weg mit dir! Und weg mit dir! Ey, ich muss gar nicht mehr richtig kämpfen! Josef wird dich erledigen! Sei mal ehrlich, ich merke doch, dass du nicht mal ernst spielst. Natürlich muss ich nicht ernst machen. Guck's dir an! Ich bin viel zu stark dafür, um ernst zu machen. Und deshalb. Ich muss mich zurückziehen, aber ich werde wiederkommen. Josef, geh doch auf ihn! Auf ihn! Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, Sue, dass wir uns gesehen haben. Das wird nicht das letzte Mal sein. Wenn du das Video hier siehst, ja? Sei dir sicher, das war nicht das letzte Mal. Kiro. Ja. Ich hab dir gesagt, ich will kein Beef mit dir. Ich hoffe, dass ich hätte du das früher auch gerne oder später realisierst, was du...
Da waren noch ein paar Josefs übrig. Okay, Freunde, diesmal ist er vielleicht entwischt. Aber beim nächsten Mal hole ich mir Wives Hose. Und wenn es das Letzte ist, was ich auf dieser Insel mache.